Willkommen zurück bei Forever Skies. Eigentlich sind wir ja soweit mit Sammeln und all sowas fertig, also Baupläne. Aber wir haben beim letzten Mal hier unten noch eine riesige Stadt entdeckt, die es zu plündern gilt. Da unten war der automatische Deckextraktor und jetzt geht's quasi nochmal nach unten in der Hoffnung, dass wir hier ganz viel Material finden, was uns weiterhilft. Und nach dem Intro geben wir die Folge noch nach. Was wird kommen, nachdem Forever Sky zu Ende ist? Ja gut, ich bin heute erst am 22. November. Diese Folge wird rauskommen am 4. Dezember. Ich überlege mir bis dahin noch, was kommt. Ihr werdet es ja sehen, aber es läuft auf alle Fälle entweder auf Monkey Island, Return to Monkey Island raus, der dritte Teil der Monkey Island Saga, der ja dann von den Originalspiele-Entwicklern noch erstellt wurde nach zig Jahren. Ups. Oder Star of Seas. Wir gucken mal. Worauf ich dann mehr Bock habe. Ihr werdet sehen. Wobei Monkey Island habe ich schon. Star of Seas wollte ich mir jetzt aber auch noch kaufen. Black Friday und so, ne? Wir gucken mal. Eine Wandlampe. Ich glaube, das hier wird eher so eine Materialschlacht werden. Das sieht nach mehrfach rauf und runterlaufen aus. Hätte das Luftschiff einfach hier hinbringen sollen. Eine Etage tiefer fliegen, aber okay, jetzt sind wir da oben. Schon hier heftig ist, immer so hoch zu latschen. Aber je tiefer man kommt, desto gefährlicher für das Schiff. Also nicht viel riskieren, ne? Würde ich sagen. Auch definitiv bald mehr Lagerschränke.
Ja, wenn ich mir alleine das hier angucke, was ich hier gesammelt habe in der ganzen Zeit, das ist schon Wahnsinn. Würde jeden Messi froh machen. Wie gesagt, Nobel ist die Welt zugrunde gegangen, aber wir sterben reich. Jetzt ist auch egal. Speichern einmal. Und dann setze ich das Schiff nach unten. Schon sagen, wir kollidieren wirklich hier mit den Teilen, ne? Sind wirklich die Materialien, die hier vorfliegen. Das waren gerade wirklich alles die Materialien, die hier vorgeflogen sind und mein Schiff beschädigt haben. Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Also das ist wirklich heftig. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das Ding hier so viel Schaden abkriegt, deswegen. So, jetzt kann ich aber definitiv weiter sammeln.
Und jetzt brauche ich auch nicht immer. So heftig hin und her laufen. Ich nur gucken. Ich glaube, ich war da oben zuletzt. Bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, das sieht ziemlich geplündert aus, ja. Genau, da bin ich runtergekommen. Den habe ich auch geplündert und dann war ich gerade auf dem Weg hier runter und dann ging nichts mehr, ne? Das waren die Sachen, die ich habe liegen lassen müssen. Eigentlich haben wir das Material mehr als genug hier. Ja, das ist bei den Spielen immer so dieser Jäger- und Sammlerinstinkt, dass man alles haben will. Wirklich nach allem sucht und alles mitnimmt, ob man es braucht oder nicht. Völlig egal, so Hauptsache erstmal meins, meins. Okay. Auf alle Fälle scheinen hier Unmengen von Rohstoffen zu sein. Ah, jetzt sind wir hier. Was für eine triste Welt, wo es nur noch Standardmöbel gibt, hä? So, das ist dieser Extraktor, der hier steht. Schön dürftig. Ihr hättet mir ja durchaus mal mehr überlassen können.
Also das Wesentlichste, was es hier gab, ist natürlich der Bauplan. Und ganz viel Material von den Wänden her. Das ist jetzt aber nicht mehr so kriegsentscheidend. Und für die Größe der Wohnungseinheiten hier ist das auch recht dürftig, was man hier bekommt. Geht echt alles kaputt hier unten. Ne? Ach, da ist eine kaputte Leiter. Schön. Bin ich hier nicht hergekommen? Nö, das ist noch ein anderer Weg, den ich jetzt rausgenommen habe. Auch nicht schlecht. Irgendwelche Gemeinschaftsquartiere auf alle Fälle. Oh, das ist echt dürftig, was hier zu finden ist. Fest, die größte Location, die ich bis jetzt gefunden habe, hat am wenigsten Rohstoffe. Also, fertige hier. Glas und sowas natürlich in Unmengen. So, gut, jetzt habe ich zwei Stück leer gezogen. Es ist echt armselig. So, da erwartet man hier richtig was zu finden. Und was ist, man findet nichts und jetzt weiß ich auch, wo ich angeeckt bin.
Printing completed. So. Haben wir auch gleich neue Munition gebastelt. Perfekt. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir aber wirklich alles, was im Moment machbar ist hier. Mehr geht nicht. Und wie gesagt, morgen wird dann voraussichtlich irgendwas anderes kommen. Es sei denn, es kommt noch irgendein Update oder Patch für Forever Skies. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon darauf, wenn es bei Forever Skies neuen Content gibt. Bis dahin. Bleibt mir treu, schaltet wieder ein, bleibt gesund, eine schöne Adventszeit. Ciao, ciao.